Ja, bei mir ist Tobias Jakobs, der Trainer der SG Vordereifel, die so super in die Saison gestartet ist. Jetzt habt ihr am Wochenende 1-4 verloren. Ich glaube, da gab es auch einige Verletzungssorgen heute. 1-5, das Ergebnis täuscht natürlich schon ein bisschen hinweg, muss man schon sagen, oder? Ergebnis täuscht. Letztendlich steht trotzdem ein Ausscheiden aus dem Pokal, was wir uns sicherlich anders vorgestellt haben. In der ersten Halbzeit kann man eigentlich noch zufrieden sein. Ja, wenn man zweite Halbzeit dann natürlich nach dem 3-1 auseinanderfällt. Ich meine, den Pokal muss man aufmachen. Kriegt man mit Sicherheit noch eine andere Tor, aber machen im Moment einfach zu viele leichte Fehler. Und sonst, ihr seid super gestartet. Was ist von euch in dieser Saison zu erwarten dann noch? Also schon unter die ersten 6-7 zu kommen oder was ist so möglich? Zielsetzung war vor der Saison natürlich der Nichtabstieg. Ich meine, dass wir so super jetzt gestartet sind, lag zum großen Teil noch daran, dass wir eine gewisse Euphorie hatten, dass viel funktioniert hat, dass mal schwierigere Phasen kommen werden, wie jetzt gerade war, abzusehen. Von daher machen wir uns jetzt nicht verrückt, sondern wichtig ist einfach, wie wir jetzt darauf reagieren und ja, wo wir am Ende landen, müssen wir dann mal schauen. Es geht jetzt gegen Linz. Was erwartet euch dann im Heimspiel? Da wird er hochmotiviert sein, nehme ich mal an, oder? Jetzt nach den zwei Niederlagen. Also wir werden hochmotiviert sein. Ich erwarte aber auch einen hochmotivierten Gegner auf jeden Fall. Wenn man letzte Woche gegen Wittlich unentschieden spielt, hat man sicher eine gewisse Qualität. Ja, aber nichtsdestotrotz, nach den zwei Niederlagen wollen wir eine Reaktion zeigen, zu Hause sowieso. Ja, und dann schauen wir mal, was rauskommt.